Du denkst, dass ich das weiß wie Schnee. Du machst das Quiz auf testedich.de. Huh, zu einem neuen Testedich-Video. Und zwar machen wir heute den spaßigen Idiotentest. Huh, schön, dass du dich hierher gefunden hast. Ich gehe mal davon aus, dass du unbedingt beweisen möchtest, kein Idiot zu sein. Richtig? Vielleicht geht es dir so wie mir und du machst ab und zu Dinge, die dich deine Intelligenz zweifeln lassen. Zum Beispiel stecke ich ganz oft die Löffel und Messer falsch in die Spülmaschine und ziehe an einer Tür, obwohl ganz klar drücken steht. Das kann einen schon sehr stark am eigenen Intellekt zweifeln lassen, nicht wahr? Aber keine Sorge, ich habe dir hier einen Test vorbereitet, der zweifelsfrei herausfinden wird, ob du wirklich ein Idiot bist oder ganz normal verpeilt, wie jeder andere Mensch auch. Beantworte meine Fragen, am Ende werde ich dir ein Ergebnis mitteilen. Viel Spaß. So, wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und der Wecker so stellst, dass du morgens um 9 Uhr aufwachst, wie viele Stunden kannst du dann schlafen? Sagen wir so 8 Uhr. Kann auch 20 Uhr heißen. Nur es ist umgangssprachlich. Man schreibt doch nicht 8 Uhr. Aber hier morgens um 9 Uhr aufwachst. Wenn es um eine Stunde gemeint ist, dann wird es morgens ja nicht dastehen. Deswegen würde ich mal sagen 13 Stunden. Gibt es in England den 17. Juni? Das ist auch so ein komisches Ding. So, was zum Teufel? Hä? Ja? Wie viel gibt es gerade Mensch? Einen. Weil man nur einen Tag Geburtstag ist. Also, an einem Tag wird man geboren. Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage, viele haben 28 Tage. Jeder Monat. Denn alle haben mindestens 28 Tage. Ein Bauer hat 16 Schafe, alle sterben außer 9. Wie viel bleiben übrig? Ja, 9. Weil alle sterben. Außer 9, okay. In Russland ist es in Russland erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet. Nein, das geht nicht. Weil ein Mann, also eine Witwe ist ja eine Frau, die keinen Mann mehr hat. Und das heißt, dass eine Witwe keinen Mann mehr haben kann. Deswegen geht das nicht. Nein, geht nicht. Es gibt keine Witwen, oder? Ja, das kommt ab und zu vor. Ja, komisch. Was war dem in Berlin? Okay, 6.12. war Nikolaus. Safe, alles so. Berlin-Scheibern. Vorne mit B und hinten mit H. Stimmt das? Ah, ja, verstehe. Berlin schreibt man Anfang mit B und hinten mit H, weil es mit H anfängt hinten. Fies, aber ja, das stimmt. Ein Segelflugzeug stürzt ab und fällt auf eine Zonengrenze. Wer bekommt den Motor? Segelflugzeuge haben keinen Motor. Niemand bekommt den Motor. Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit auf die Arche? Das war doch Noah, oder? Das ist Arche Noah und nicht Arche Moses. Wenn ein Nachtwächter am Tag stirbt, bekommt er dann Rente. What? Wenn jemand stirbt, wieso will er dann noch Rente kriegen? Was? Nein. Was will ein Toter mit einer Rente anfangen? Der Arzt gibt eine Tablette und sagt, nimm jetzt jede halbe Stunde eine Tablette. Wann nimmst du die letzte ein? Okay, ich nehme gleich eine ein. Dann, in einer halben Stunde habe ich zwei. In einer Stunde habe ich drei. Eineinhalb Stunden vier. Zwei Stunden fünf. Ah, nee, drei Tabletten. Ach so, ich bin bei drei. Okay. Nach einer Stunde eigentlich. Ja, eine Stunde. Das sollen zwei Stunden sein. Ach, eine halbe Stunde wahrscheinlich. Teile 30 durch 0,5 und zähle 10 zu, was kommt zu? Also, 30 durch 0,5 teilen ist ja 60. Ja, und 10 ist 70. Wie sollen auf die anderen kommen? Ich verstehe die anderen Ergebnisse nicht. Ist das irgendwie ein... durch 0? Nein. Das ist keine Scherzfrage, oder? Wie viel verbleibende Zeit hier abläuft. Du hast ein Streichholz und kommst in einen leeren, kalten Raum. Streichholz. Ja.
Einmal. Ist mir Zeit jetzt los? Ach, du hast Zeitlimits? Okay, einen Moment. Ah, einen Moment, wir machen einen Neustart. Ich habe nicht auf die Zeit geschaut. Wir wollen die Zeit, wir wollen es schaffen. Wir haben 5 Minuten Zeit. Okay, wir ziehen durch. Ich habe die Zeit nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir Zeit. 13, ja. 1, 12, 9. Geht nicht. Nikolause. Ja, das stimmt. Keiner. Gar keine. Nein. Eine Stunde 70. Du streichelst, kommst in einen leeren und kalten Raum, in dem nichts anderes findest als eine Petroleumlampe. Also zuerst in der Streichholz natürlich. Wie oft kannst du 10, 1 von 10 abziehen? Einmal, weil dann hast du ja 9. Dann ziehst du ja nicht mal 1 von 10 ab, sondern 1 von 9. Welche Worte standen auf dem Rand eines 2D-Machstückes? Gab's denn 2D-Machstücke? Eigentlich kann ich doch frei, glaube ich. Es gab noch ein 2D-Machstück, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf einer Weide stehen Vater Bulle, Mutter Bulle und Kind Bulle. Zu wem geht Kind Bulle, wenn es Durst hat? Es gibt doch keinen Mutterbulle, oder? Mutterbulle? Was? Zu keinem, ich habe keine Ahnung. Du bist Busfahrer. Erstmal stelle ich sagen, 5 Leute ein. An der dritten 3 und 2 aus. Also 3, also wir haben jetzt 8 und dann 2 aus, 6. Nächsten 4 ein. Dann steigen 5 aus. Und 3 ein. Wie alt ist der Busfahrer? Uff. Uff, so alt wie ich. Kann ein Mann, der in New York lebt, westlich von Manchester begraben sein? Der in New York lebt, ja? Nein, weil der lebt ja noch. Wieso soll er begraben werden, wenn er lebt? Auf Zugrenze steht ein Bulle, wer darf melken? Niemand, weil Bullen keine Milch geben. Komm. Auf dem Dorfplatz steht ein 20 Zentner schwerer Stein und wenn er hart kräht, bewegt er sich. Das ist möglich. Ich weiß es nicht. Wenn ein Hahn kräht. Ja, der Hahn, wenn der Hahn kräht, bewegt er sich. Das stimmt. Du bist mein Sohn, aber nicht der Vater. Wer sagt es? Die Mutter? Der Lehrer wäre komisch, Alter. Der Lehrer sagt, du bist mein Sohn. Der Archäologe behauptet, er hätte eine Münze mit dem Prägern vor Christus gefunden. Glaubst du das? Nein, weil die ja noch nicht wussten, was in 45 Jahren passiert. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Am Berg kommt vorbei. Welche Farbe hat er? Alle nach Süden, ne? Das heißt Nordpol, er ist weiß. Eine E-Lok fährt nach Süden, steigt er auch in ihren zu hin, weil E-Loks keinen Rauch ab, sondern wir haben 24. Richtig, eines falsch. Welches falsch? Dann ist die erste falsch. Ja, aber das weiß man doch nicht, ob es 8 oder 20 Uhr ist. Ja, okay, sonst haben wir alles richtig. Ja, okay, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ja, cool. Eine coole Sache. Ja, lustiges Quiz, ihr könnt es auch machen. Und ja, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich weiß nicht. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.